Okay, jetzt bei Fußball vor Ort. Josef Steinberger, der Coach von der 60er A-Jugend. Jetzt gerade 3:1 das Derby gewonnen. Wie fällt das Fazit aus? Ja, wir sind natürlich glücklich und zufrieden. Ein Derby zu gewinnen ist trotz allem immer was Besonderes für uns. Nur dazu auf des Gegners Platz. Und von daher, ja, alles gut. Wunderbar. Also war ja in meinen Augen zumindest ein sehr überzeugender Sieg. Wo war der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich denke, dass das schnelle Tor nach der Halbzeit zum 2:0 und die gelb-rote Karte natürlich schon entscheidend waren. Von dort war klar, dass wir der Herr im Hause waren des Gegners und am Ende des Tages auf jeden Fall auch verdient gewonnen haben. Welcher Spieler hat sich ein Sonderlob verdient halt? Ich bin kein Freund von irgendwelchen Sonderloben. Ich denke, wir haben als Mannschaft gut funktioniert. Jeder hat wieder das abgerufen, was er kann. Und dass der Mo Heinrich mit zwei Tore natürlich wichtig war, aber das ist auch seine Aufgabe, für das haben wir, dass er Tore schießt und deswegen muss man jetzt nicht in den Himmel loben. Passt, also mit dem Mo Heinrich habe ich mich vorher eh schon unterhalten, der hat gesagt, heute werden nur ein bisschen gefeiert. Was sagt der Trainer dazu? Ist halt ein bisschen was erlaubt oder geht es ja, gleich wieder klar, an die Arbeit? Ich mein, wenn man Derby gewinnt, dann darf man das auch mal feiern und ab morgen 18 Uhr, wenn es Training ist, dann gilt es den Fokus wieder aufs nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu legen. Wunderbar, dann bedanken wir uns recht herzlich, sagen ja, Glückwunsch zum Sieg und bis zum nächsten Mal.